Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos mit eher kleineren Themen beschäftigt und auch das nächste Thema wird ein kleineres sein. Und zwar schauen wir uns alle Modifizierer, die wir bis jetzt besprochen haben, nochmal im Überblick mit an. Dazu schauen wir auch hier einfach mal ins Skript und gehen diese Tabelle durch und steigen dann teilweise auf den Source Code um. Also, mit was haben wir angefangen? Wir haben eben Public, Private als Modifizierer kennengelernt. Eben dazu da, um zu kennzeichnen, ob eine Klasse von außen sichtbar ist, ob ein gewisser Klassenmitglied von außen sichtbar ist und nutzbar ist. Und das haben wir eben eingesetzt. Public ist eben sichtbar. Wir haben ja alle Klassen, alle Typen im Prinzip sollten public sein, damit wir diese auch instanzieren können, sonst können wir gar nicht auf den Typ zugreifen. Aber insbesondere bei Klassenmitgliedern ist es halt interessant, dass wir da eben teilweise private, teilweise protected einsetzen. Und internal ist natürlich auch noch ein, den wir jetzt noch nicht direkt besprochen haben, aber darauf gehe ich gleich ein. Wir haben ja gesagt, bezüglich Kapselung ist unter anderem Datenhoheit wichtig. Das heißt im Prinzip, dass private dazu da ist, dass wir auf bestimmte Klassenmitglieder nur innerhalb der Klasse selber zugreifen können. Von außen ist der Zugriff nicht möglich. Das war eben teilweise die Datenhoheit. Teilweise haben wir eben Hilfsfunktionen, die wir uns in unserer Klasse mit angeboten haben oder genutzt haben, die wir aber von außen nicht zugänglich machen wollten, eben auch als private gekennzeichnet. Und somit haben wir quasi sichergestellt, dass der Nutzer unserer Klasse, der unsere Klasse ja einsetzt, um ein gewisses Problem zu lösen, sonst ist nämlich unsere Klasse relativ ohne Sinn, dass er genau nur die Member sieht, die er auch einsetzen kann. Das war eben teils Datenhoheit und ein Teil Information Hiding, wie wir das bei der Kapselung bezeichnet haben. Dann haben wir natürlich noch Protected, das heißt, dass ich das entsprechende Member nur in der seiner eigenen Klasse und in abgeleiteten Klassen nutzen kann. War eben dazu gedacht, dass wir eben bestimmte Member auch von Subklassen aus aufrufen können. Damit haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir, wenn zwei Klassen ein und dieselbe Funktionalität brauchen, dass wir diese Funktionalität in eine Basisklasse auslagern und die beiden Klassen von dieser Basisklasse ableiten lassen. Damit können wir dann die Methode an einer Stelle generieren. Dazu gibt es aber auch bessere Mittel, um dies einzusetzen. Ja, und dann kommen wir noch als letztes zum Punkt Internal. Internal heißt einfach, das habe ich auch in einem vorherigen Video schon angesprochen, sobald wir eben einen Typ beispielsweise Internal machen, können wir ausschließlich in dem Projekt, in dem er definiert ist, auch darauf zugreifen. Würden wir ein anderes Projekt hier erstellen und dann Hello World von diesem Projekt aus referenzieren, könnten wir dort Personen nicht einstellen. Warum? Weil wir hier Internal haben. Und Internal heißt eben, dass nur in derselben Assembly respektive Projekt diese Klasse sichtbar ist. Genauso eben dieses Member. Wenn wir keine Modifizierer angeben, bei Typen ist es immer automatisch internal, das wird vom Compiler so gesetzt. Wenn wir eben keine Modifizierer bei Klassenmitgliedern mehr angeben, dann sind sie automatisch private. Also wenn ich hier jetzt sage, ich nehme dieses public mal weg, dann setzt der Compiler implizit hier private hin. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, das war eben Abstract. Das, dieser Modifizierer zeigt an, dass eben eine Methode, eine Eigenschaft oder ein Event nicht implementiert ist, sondern eben nur eine Vorgabe stellt an Klassen, die von einer abstrakten Klasse ableiten. Und diese müssen dann eben diese Methode, Eigenschaft oder das Event implementieren. Und hier haben wir eben schon zum ersten Mal gesehen, dass wir sogenannte Abstraktionen bilden können.
Abstraktionen geben eben die API eines Objekts vor. Und wir können dann diese Abstraktionen in verschiedenen anderen Klassen implementieren, um dann eben den eigentlichen konkreten Typen hinter einer Abstraktion jeweils austauschen zu können, ohne dass der Nutzer davon irgendwas merkt, weil er bloß die Abstraktion einsetzt. Ja, dann kommen wir zum Punkt Async. Diesen Modifizierer haben wir überhaupt noch nicht besprochen. Den sehen wir uns genauer an, wenn wir über Threading reden. Im Prinzip statten wir aber bestimmte Methoden mit Async aus, wenn wir das neueste mit .NET 4.5 gekommene Async-Model nehmen wollen zum Ausführen von asynchronen Methoden. Das heißt einfach, das Grundprinzip ist eigentlich immer, wenn wir einen GUI-Thread haben, auf dem die GUI gerendert wird, wollen wir auf diesem Thread keine langlebigen Operationen ausführen, stattdessen die auf einen alternativen Thread auslagern, weil solange wir quasi eine langlebige Operation machen, wird die GUI nicht aktualisiert. Also sie kann ja dann nicht ändern, wenn gerade eine andere Funktion ausgeführt wird. Und mit diesem Async-Modell ist es eben sehr einfach, das umzusetzen. Schauen wir uns aber noch genauer an, wenn wir uns mit Threading beschäftigen. Ja, const, damit können wir konstante Felder oder konstante Variablen festlegen. Und wenn wir const einsetzen, wird eben der Wert direkt vom Compiler hardcodiert. Wir haben keine Möglichkeit, ihn in irgendeiner Form beim Erstellen der Variable beispielsweise zu berechnen, sondern bei const müssen wir immer ein Literal angeben, sei es Feld oder sei es eine Variable. Ja, mit dem Modifizierer Event machen wir einen sogenannten Event, das schauen wir uns auch noch später an. Dazu müssen wir erst uns mit den Delegate-Typen beschäftigen in C#, bevor wir verstehen können, was ein Event ist. Das kommt also quasi noch in einem zukünftigen Video. Genauso extern haben wir noch nicht gesehen. Das zeigt eben an, dass eine bestimmte Methode nicht in dieser Assembly implementiert ist. Und häufig nutzt man eigentlich extern, genau in dem Fall, wenn wir eben eine native in C++ oder C geschriebene Funktion aufrufen wollen aus C#, dann definieren wir den Kopf in C#, genauso dass er zur jeweiligen Pendant in C oder C++ passt und schreiben den Modifizierer extern dazu und setzen dazu noch zusätzlich ein DLL Import Attribute ein, da wird eben auf diesem Kopf dann angezeigt, aus welcher DLL sollen wir denn die entsprechende Funktion aufrufen. Ja, extern kann man nicht in Kombination mit Abstract kombinieren. Macht irgendwie Sinn, weil wieso sollte ich denn das Ding überschreiben, wenn es eh woanders implementiert ist. Also im Prinzip ist extern bloß das Schlüsselwort dafür, dass wir über die C#-Grenze hinausgehen im Normalfall und nativen Code aufrufen. Ja, new haben wir hier, bitte nicht verwechseln mit dem new Operator, mit dem man Objekte instanziert oder Klassen instanziert, um genau zu sein, sondern das war eben dieses Verdecken. Das habe ich auch im Beispiel mit den Interfaces mal gezeigt. Es geht genauso bei Basisklassen. Schauen wir einfach nochmal kurz in den Code direkt rein. Ich mache hier eine Klasse A. Da ist eine Methode, die heißt meinetwegen public void führe aus. Und hoppala, das waren die falschen Klammern. Und in dieser wird halt irgendwas Besonderes gemacht. Ist vollkommen egal was, darum geht es jetzt gar nicht. Wir sehen, dass diese Methode nicht virtuell oder abstrakt ist. Das heißt, wir können sie nicht überschreiben. Was wir aber machen können, ist eben, wir können sie mit new verdecken. Wenn wir in einer Klasse B, die von A ableitet, eben auch eine Führe-aus-Funktion haben, hier passiert was anderes, dann können wir hier mit new andeuten, dass wir diese Führe-aus-Funktion aus der Basisklasse verdecken. Was heißt in diesem Fall verdecken? Schauen wir uns das mal an. Ich mache hier noch eine Konsolenausgabe, damit wir direkt sehen, was hier eigentlich genau passiert.
Also die Methoden sind eigentlich hier gleich definiert. Also gleicher Bezeichner, gleiche Parameterliste. Eigentlich müssten die im Konflikt stehen, ja, auch wenn sie hier in zwei unterschiedlichen Klassen sind. Wir leiten ja trotzdem von A ab in diesem Fall. So, und dann instanziieren wir mal einfach B. Und rufen jetzt eben Führer aus auf. Und dann mache ich eine implizite Konvertierung von Objekt 1 zum Typ A. Also wir sprechen jetzt B über die Basisklasse A an und rufen jetzt auf Objekt 2 mal Führer aus auf. Hier war ja der Punkt, wenn wir virtuelle Methoden einsetzen, tritt eben die dynamische Bindung auf. Das heißt, wenn das Ding virtuell wäre und wir hier Override stehen hätten, würden wir trotz diesem Aufruf hier unten landen, bedingt durch die dynamische Bindung. Und hier ist das eben nicht der Fall. Wenn wir hier jetzt ausführen, landen wir bei diesem Aufruf natürlich hier in Klasse B, weil wir natürlich auch eine Referenz von B haben. Aber wenn wir jetzt hier die Ist-Eine-Beziehung einsetzen und hier dann Führer aus aufrufen, landen wir in der Implementierung von A. Und das ist eben der Unterschied zur virtuellen Methoden, die in Subklassen überschrieben sind. Hier ist keine dynamische Bindung mit inbegriffen. So, und man muss dieses new nicht schreiben. Allerdings meckert dann im Prinzip der Compiler. Die Funktionalität ist aber prinzipiell erstmal gleich. Also auch hier landen wir in B. Und wenn wir auch mit new das nicht verdeckt haben, landen wir trotzdem hier in der Implementierung von A. Im Prinzip erstellt der Compiler hier bloß ein Warning, quasi als Hinweis für den Nutzer: Vorsicht, mit dieser Deklaration verdeckst du diese Methode aus der Basisklasse. Und deswegen, damit dieses Warning oder diese Warnung eben abgeschaltet wird, gibt es den New-Modifizierer, der eben sagt, wir möchten hier explizit diese Methode aus A verdecken. Nutzen Sie das nicht. Also es gibt überhaupt kein designorientiertes, sinnvolles Konzept, wo man new regelmäßig einsetzt. Also new wirklich bloß in ganz dringenden Notfällen einsetzen, wenn man aus irgendwelchen Gründen, ich könnte mir jetzt keinen sinnvollen vorstellen, eine Methode aus der Basisklasse verdecken muss. Insbesondere, wenn man wieder über die Basisklasse ja auf das Objekt zugreift, landet man trotzdem in der eigentlichen Implementierung. Deswegen haben wir hier nicht den Komfort, den wir beispielsweise bei virtuellen Methoden haben. Ja, dann kommt Override. Dazu habe ich auch schon gerade erwähnt. Das zeigt eben an, dass wir eine virtuelle oder abstrakte Methode, Eigenschaft oder Event aus der Basisklasse überschreiben. Und dieses Überschreiben heißt, sollte eigentlich heißen, außer Kraft setzen. Das heißt, wir ersetzen sie mit einer eigenen Implementierung. Und wenn wir nicht innerhalb dieser eigenen Implementierung Base. Die entsprechende Methode, Eigenschaft oder Event aufrufen, dann sind wir vollkommen losgekapselt von der eigentlichen Implementierung. Die wird dann nicht eingesetzt. Es ist aber üblich, oder ein Vorgehen, sagen wir es mal so, dass wir über Ableiten und Überschreiben virtueller Methoden eben die Funktionalität einer Klasse erweitern können, wenn wir in dieser virtuellen überschriebenen Methode wiederum die Basisimplementierung aufrufen. Würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil dieses Pattern sehr inflexibel ist. Kommen wir aber auch noch dazu, warum das inflexibel ist. Ja, hier haben wir Partial. Was macht Partial? Damit kann man Klassen über mehrere Dateien hinweg aufteilen. Ich gebe hier einfach mal dieses Partial mit an bei Klasse A und ich kann jetzt hier beispielsweise in eine andere Datei gehen und sagen, ich mache hier diese Klasse A weiter. Und damit kann man eben Klassen auf mehrere Dateien aufteilen. Genauso Strukturen. Bei Interfaces bin ich mir nicht sicher, ob es geht. Macht man aber eh nicht, weil Interfaces im Allgemeinen recht kurz sind und keine Implementierung enthalten. Was aber interessant ist, warum macht man Partial? Gerade wenn wir dann Richtung GUI kommen, also Graphical User Interfaces, dann ist es nicht üblich, dass man eben den Code
für diese User Interfaces runterschreibt, genauso wie wir es gewohnt sind hier in normalem C-Sharp-Code, sondern wir benutzen normalerweise ein Design-Tool, in dem wir eben die Oberfläche mehr oder weniger zusammenstellen und aus diesem anderen Code, das ist kein C-Sharp, wird dann eben C-Sharp-Code generiert. Und wenn wir quasi eine Klasse, die autogeneriert ist, erweitern wollen um eigene handgeschriebene Funktionen, dann ist es echt praktisch, wenn das in Partial-Klassen passiert. Wieso? Nehmen wir mal an, dieser Teil hier wäre autogeneriert und der wird auch immer autogeneriert, wenn ich den Erstellvorgang auslöse, also hier eben ein Build mache oder ein Rebuild. Und ich nehme jetzt an, ich habe hier noch eine andere Methode, die ich selbst zu dieser Klasse hinzugefügt habe. Hier was Wichtiges nenne ich das mal. So, und immer, wenn jetzt hier diese Code auto generiert wird, wird diese Methode wieder mit weggenommen und es steht bloß das da, was eben vom Code-Generator generiert wurde. Und das ist der Sinn von eben partiellen Klassen in C#. Dass man eben sagen kann, man hat das, was der User modifizieren möchte, also der Programmierer, hat man eben in einer Datei und macht das als partielle Klasse und die autogenerierten Sachen landen in einer anderen Datei, die der normale Programmierer gar nicht zu Gesicht bekommt im Normalfall. Und hier kann dann beliebig auf dieses Autogenerierungstool drüber laufen und den Code erzeugen, ohne dass eben der Code vom Nutzer weggenommen wird. Und wenn wir eben partielle Klassen haben, dann können wir auch, also was der Compiler letztendlich macht beim Erstellvorgang, er guckt erstmal alle Dateien durch, hey, wo sind denn überall partielle Klassen? Und wenn er dann diese beiden hier letztendlich sieht, fügt er die einfach zu einer Klasse zusammen. Ja, und das gelten die üblichen Regeln, also ich kann hier eine Methode definieren, die Führer aus heißt, und hier in einem anderen Teil, dann sagt eben der Compiler, hey, hier, wir haben dieselbe Signatur bei diesen Methoden. Also er überprüft dann auch, wenn Klassen auf mehrere Dateien verteilt sind, ob deren Struktur insgesamt passt. Ja, man kann Partial auch noch auf Methoden anwenden. Das möchte ich jetzt hier nicht weiter erläutern, weil es eigentlich im Normalfall nicht wirklich eingesetzt wird. Und Sie können sich ja selber nochmal darüber informieren, wenn Sie es möchten, einfach danach googeln. Aber meines Erachtens hat diese partielle Methoden, die dann in anderen Code-Dateien implementiert werden können, meines Erachtens nicht viel Sinn im Programmieralltag. Ja, dann kommen wir zum Modifizierer Read-Only. Read-Only sagt aus, dass man ein Feld, also Read-Only kann nur mit Feldern benutzt werden, dass man dieses Feld nur innerhalb des Konstruktors setzen kann. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, ist doch ungefähr so wie const. Ne, eben nicht. Bei const haben wir ja gesagt, dass das Konstanten beschreibt, die vom Compiler hardcodiert werden. Mit read-only haben wir die Möglichkeit, dass wir zumindest eine Berechnung aus dynamisch ermittelten Werten eben einsetzen, um den Wert für ein Feld beispielsweise zu berechnen. Read-only benutze ich persönlich sehr oft, also da, wo es geht, besser gesagt, weil wir nämlich oder damit anderen Programmierern, die meinen Code lesen, anzeige, hey, mit diesem Feld wird nichts mehr gemacht außerhalb des Konstruktors. Und das ist halt schon mal eine Erleichterung zum Lesen, dass man sich quasi um dieses Feld im Verlauf der Klasse keine Gedanken mehr machen muss. Letztendlich ist es nicht notwendig. Man kann es auch auf andere Weise dafür sorgen, dass ein Feld quasi nicht mehr gesetzt wird außerhalb des Konstruktors, aber wenn man das eben einsetzt, read-only, dann sorgt der Compiler dafür, dass es auf jeden Fall der Fall ist. Ja, dann kommen wir zu den letzten fünf. Hier haben wir noch sealed. Sealed sagt eben an, dass wir eine Methode, die überschrieben wurde, nicht mehr in weiteren Subklassen auch überschreiben können. Also bei Methoden kann man sealed nur in Kombination mit override einsetzen. Das war der eine Punkt. Ansonsten kann ich eben sealed bei Klassen einsetzen, damit ich verhindere, dass von diesen Klassen abgeleitet werden kann.
Dann haben wir noch einen wichtigen Modifizierer, den wir verstehen müssen, das ist Static. Damit haben wir eben ausgedrückt, dass ein Klassen- oder ein Strukturmitglied als statisch gilt. Und damit gehört es eben nicht zu einem Objekt, wenn aus der Klasse ein Objekt gebaut wird, sondern es gehört eben zum Typ selbst. Es gibt dann nur eine Instanz letztendlich. Das heißt, Instanz ist schlecht ausgedrückt. Es gibt dieses Feld nur einmal im Speicher und man kann dieses Feld nur über den Klassennamen beispielsweise zugreifen oder auf die entsprechende Methode, je nachdem. Wir haben ja gesagt, Static so weit wie möglich vermeiden. Warum? Weil wir eben da keine virtuellen Methoden, keine Interfaces und so weiter einsetzen können. All diese Sachen, Interfaces und Zeug, hier abstrakte Klassen ableiten und deren abstrakte Member implementieren, das darf alles nicht static sein. Und unser ultimatives Ziel ist ja die sogenannte Polymorphie, dass wir Objekte ganz simpel austauschen können, ohne dass es jemand merkt, vom restlichen Nutzercode. Und da steht Static eben im Weg. Wir haben aber auch gesehen, teilweise muss man Static einsetzen, um eben beispielsweise die Operatorenüberladungen zu machen oder für implizite und explizite Casts, wie wir das gesehen haben. Ja, wir haben bis jetzt gesehen, dass in C-Sharp eben keine Pointer-Arithmetik vorhanden ist. Das stimmt nicht ganz. Man kann eine Methode oder einen bestimmten Block innerhalb von Methoden als unsafe deklarieren. Und dort kann man dann tatsächlich die ganz gewohnte Pointer-Arithmetik einsetzen, die wir aus C und C++ gewohnt sind. Ehrlich gesagt rate ich aber davon wirklich ab, weil die Common Language Runtime diese nicht sicheren Codeabschnitte, deswegen werden die auch als unsafe bezeichnet, eben nicht auf Typsicherheit überprüfen kann. Das ist nicht möglich. Und wir haben eben in C-Sharp einfach die Unterscheidung zwischen Referenz- und Wertetypen. Und das sollte Ihnen reichen, um Code zu schreiben. Also ich rate dringend davon ab, unsafen Code zu benutzen. Man kann ihn auch nicht einfach kompilieren. Man muss dem Compiler zusätzlich noch einen Flag mitgeben, dass er nicht sicheren Code ebenfalls kompilieren soll. Standardmäßig, wenn man einfach so einen unsafe Code Block macht, geht das nicht. Dann haben wir hier noch den Punkt virtual. Damit deklariert man eben eine Eigenschaft, ein Event oder eine Methode als virtuell und wir können diese dann eben mit Override in den anderen in Subklassen überschreiben. Haben wir auch schon jetzt groß besprochen beim Thema Override. Und hier haben wir noch als letztes Volatile. Volatile sagt eben aus, dass ein Feld unbeständig ist und das setzt man dann ein, wenn man Multithreading hat. Was sind Threads? Threads sind Ausführungseinheiten, die eben quasi parallel oder tatsächlich parallel, je nachdem, wie viele Einheiten ein Prozessor hat. Wir können hier einfach mal hier gucken. Mein Prozessor hat eben hier 8 Kerne, also eigentlich 4, aber mit Hyperthreading werden die wie 8 Kerne angesprochen. Und pro Kern kann eben genau ein Thread ausgeführt werden. Und diese Threads werden dann auch parallel ausgeführt. Und wenn wir jetzt eine Klasse haben, ein Feld einer Klasse, das von mehreren Threads sowohl lesend als auch schreibend eingesetzt wird, dann kann man dieses Feld mit dem Modifizierer Volatile ausstatten. Das sorgt dafür, dass wenn mehrere Threads auf diesen Feldwert zugreifen, man ohne einen anderen Synchronisierungsmechanismus für Threads, schauen wir uns auch noch genauer an, sind eben typischerweise Logs, dass man ohne diese zusätzlichen Mechanismen sicher auf ein Feld zugreifen kann. Auch dieses Schlüsselwort sieht man sehr, sehr selten im Programmieralltag. Warum? Weil meistens nicht nur Feldwerte
die zwischen Threads geteilt werden, synchronisiert werden müssen, sondern sogar Zugriffe auf ganze Funktionen. Und deswegen sieht man das eher selten. Man nutzt dann eher diese Log-Statements, um eben die Synchronisierung zwischen zwei parallel laufenden Threads herzustellen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben hier nochmal alle Modifizierer, die es in C-Sharp gibt, durchgesprochen. Und wie gesagt, die wichtigsten sind die Zugriffsmodifizierer, weil wir da hauptsächlich Public und Private verwenden. Abstract, Override, Virtual eben für dynamische Bindung und die Möglichkeit, APIs vorzugeben in Basisklassen oder eben in Subklassen dann zu überschreiben. Read-only ist relativ wichtig, wenn man Felder eben nur im Konstruktor setzen möchte. Und es sind einige wichtige Modifizierer, die ich jetzt hier nicht nochmal aufzählen will, dabei. Aber das sind eben alle. Und jetzt haben Sie den kompletten Überblick, wo Sie welchen Modifizierer einsetzen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und in den nächsten Videos beschäftigen wir uns dann explizit mit Exceptions, was das ist, warum sie eingesetzt werden und wie man sie effektiv einsetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.